Okay, dann fangen wir also an. Und zwar sind wir momentan dabei, einige Beispiele durchzugehen, die wichtige Sachverhalte der Quantenfeldtheorie nochmal illustrieren. Und in der letzten Stunde sind wir durchgegangen, Observablen zu berechnen in der 4 hoch 4 Theorie, wo die Rechnungen an sich ziemlich einfach sind, aber wir sind sukzessive durch die Berechnungsmöglichkeiten für zwei verschiedene Arten von Observablen durchgegangen. Nämlich einmal haben wir eine Polmasse berechnet in der 4 hoch 4 Theorie und zum anderen haben wir 2 nach 2 Streuungen berechnet bei unterschiedlichen Energien. Als Limes haben wir die 2 nach 2 Streuung im statischen Grenzfall betrachtet, wo alles in Ruhe ist, und im Hochenergiegrenzfall, wo die Teilchen ultrarelativistisch sind und die Ruhemasse vernachlässigbar ist. Und dann haben wir zunächst mal die Rechnung in niedrigster Ordnung Störungstheorie gemacht. Da ergibt sich als Ergebnis, Polmasse ist der Pol des Propagators. In niedrigster Ordnung ist es einfach gleich der Parameter m Quadrat. Die Streuung ist in niedrigster Ordnung immer gleich der Kopplungskonstante g, egal bei welcher Energie. Und dann haben wir Einloop-Korrekturen dazu berechnet. Und bei Einloop muss man renormieren und ein Renormierungsschema festlegen. Und hier oben habe ich nochmal in den ersten zwei Zeilen angegeben, welche Feynman-Diagramme dann auftreten und wie die Counterterme auftreten. Zunächst mal tritt also ein Counterterm auf in der Zweipunktfunktion, also in der Selbstenergie. Die renormierte Selbstenergie ist also die Summe von einteiligen irreduziblen Loop-Diagrammen plus Counterterm-Beiträge. Und das kann man dann zerlegen als die unrenormierte Selbstenergie, also der eigentliche Loop, plus dieser Counterterm-Anteil mit dem Delta Z und dem Delta M Quadrat als Renormierungskonstante. Genauso tritt dann ein Counterterm auf in der Vierpunktfunktion, einteiligen irreduzibel. Da gibt es drei explizite Einschleifendiagramme und einen einfachen Counterterm-Graph. Und dann kann man in einem konkreten Renormierungsschema die Renormierungskonstanten bestimmen. Zum Beispiel im MS-Bar-Schema, minimale Subtraktion, heißt es einfach, dass die Renormierungskonstanten so gewählt sind, dass sie die 1 durch Epsilon-Pole der Loops wegheben. Und dann ergab sich irgendein Ergebnis für Delta Z, Delta M Quadrat und Delta G. Und danach verbleibt ein endlicher Rest. Und man kann dann ausrechnen, was wieder die Polmassen und die Streuamplituden sind. Und dann ergibt sich eine nicht triviale Korrektur zu den Tree-Level-Ergebnissen. Im Fall der Polmasse ist der Pol des Propagators jetzt verschoben durch diese Größe hier, die eben abhängt von Logarithmus μ² durch m² plus 1 und auch abhängt von der Kopplungskonstante der Theorie. Und für die Streuungen ergeben sich ebenfalls Korrekturen. Die hängen auch ab von g² und dann solchen Logarithmen hier. Und da hatten wir schon gesehen, dass dieses μ, die Renormierungsskala μ, immer noch im Ergebnis auftaucht und die kann man nutzen, um das Ergebnis zu optimieren. Zum Beispiel könnte man μ so wählen, dass die Korrektur hier zum statischen Grenzfall sehr klein wird, dann ist aber diese Korrektur sehr groß. Oder man kann μ so wählen, dass das klein wird, dann ist aber diese Korrektur sehr groß. Das heißt, man kann μ nutzen, um die Störungstheorie zu dem Fall, den man gerade interessant findet, zu optimieren. Aber generell gibt es eine physikalische Vorhersage, nämlich dass die Differenz zwischen Streuungen bei hohen und niedrigen Energien auf jeden Fall ungleich Null ist. Und die Differenz ist groß und steigt logarithmisch an mit den Energien im Prozess. Das ist also die physikalische Konsequenz. Und jetzt sind wir dabei, auch mal ein anderes Renormierungsschema zu betrachten. Und da wählen wir das sogenannte On-Shell-Renormierungsschema. Das ist ein wesentlich physikalischeres Schema. Und wir sehen gleich, warum das physikalisch ist. Es ist meistens anwendbar, allerdings nicht immer. Und in der Praxis ist es in der Tat häufig benutzt, wenn es möglich ist. Zum Beispiel in der Quantenelektrodynamik oder auch im Standardmodell ist dieses On-Shell-Renormierungsschema viel benutzt. Und die Bedingungen sind so, dass wir jetzt nicht eine explizite Forderung stellen an die Renormierungskonstanten, wie zum Beispiel die Renormierungskonstante ist gleich ein reiner 1 durch Epsilon-Pol, sondern wir stellen eine Bedingung an die renormierten Green-Funktionen. Das ist in dem Sinne eine physikalischere Forderung. Wir fordern also Eigenschaften für die renormierte Green-Funktion, nämlich wir fordern, dass die renormierte Selbstenergie on-shell gleich Null ist und auch die Ableitung der renormierten Selbstenergie on-shell gleich Null ist. Und wir fordern, dass die Loop-Korrektur zur statischen Streuung exakt verschwindet.
Das heißt, wir fordern einfach, dass der Counterterm alle Loop-Korrekturen weghebt in diesem statischen Grenzfall und dann ist die Kopplungskonstante der Theorie direkt identifiziert mit so einer Observable. Und das ist eben ein Signum von einem physikalischen Renormierungsschema. Was wir jetzt machen müssen als nächstes, ist diese Forderung auszunutzen und die Renormierungskonstanten konkret zu bestimmen. Die haben dann irgendwelche nicht-trivialen Werte, die wir ausrechnen können und danach können wir wiederum die ganzen Observablen berechnen und Vorhersagen machen, eben diesem On-Shell-Schema. Das mache ich mal hier. Also zunächst mal noch zur Bedeutung dieses Renormierungsschemas, nämlich diese Forderung 1, dass die Selbstenergie und ihre Ableitung verschwindet bei dem On-Shell-Wert. Das bedeutet nichts anderes als das, dass wenn wir jetzt den vollen Propagator der Theorie anschauen, dann ist der ja gegeben durch I geteilt durch P Quadrat minus M On-Shell Quadrat plus die renormierte Selbstenergie Sigma von P Quadrat. M On-Shell ist jetzt der neue Name für den Tree-Level-Parameter der Lagrange-Dichte. Und dann heißt es die Forderung, dass die Polstelle sich nicht ändert, weil an dem Punkt, wo das hier 0 ist, ist die Selbstenergie ebenfalls 0. Das heißt, der Pol ist automatisch bei M On-Shell-Quadrat. Das heißt, M On-Shell-Quadrat, dieser Massenparameter, ist automatisch identifiziert mit der physikalischen Polmasse. Das heißt, der volle Propagator hat einen Pol bei P Quadrat gleich M On-Shell-Quadrat. Und das bedeutet, dass der Tree-Level-Massenparameter in allen Ordnungen identisch ist zur physikalisch messbaren Masse. Und es also keine solche Verschiebung gibt zwischen dem Parameter und der Observable. Und damit ist das eine physikalische Bedingung. Was sagt die Ableitung? Die Ableitung sagt, dass an der Polstelle P² gleich M² auch die Ableitung von dem Sigma hier verschwindet. Das heißt, die Ableitung des Nenners an der Polstelle ist gleich 1. Und damit ist das Residuum dieses Propagators am Pol auch gleich 1. Genauso wie auf Tree-Level. Das heißt, das Residuum ändert sich ebenfalls nicht. Das heißt also, dass wir automatisch wissen, dass die physikalische Polmasse immer gleich ist dem Massenparameter im On-Shell-Quadrat und dieses Wurzelgeschwungen Z, was im LSZ-Theorem auftaucht, was das Residuum des Propagators ist, das ist gleich 1. Und das macht dann die Anwendung von dem LSZ-Theorem für Streuungen einfacher. Das heißt, die Felder sind sozusagen so normiert, dass keine Korrektur der Normierung in Bezug auf Tree-Level-Rechnungen erforderlich ist. Das heißt, durch diese On-Shell-Bedingung an die Selbstenergie haben wir hier eine physikalische Forderung erreicht, dass unsere Felder und Teilchen dieselben Massenrelationen und Normierungen haben wie auf Tree-Level. Das ist eine nützliche Forderung. Okay, jetzt können wir das also auswerten. Also wir haben ja das letzte Mal auch diese Gleichungen aufgeschrieben. Hier, ich bezeichne die mal als Gleichung Stern der letzten Stunde. Das ist also die Aufteilung der renormierten Selbstenergie in die unrenormierte Selbstenergie plus Counterterm-Anteil. Und genauso renormierte Green-Funktion in Loops plus Counterterm-Anteil. Und jetzt müssen wir die Forderungen, die hier stehen, auswerten und lösen und eine Bedingung finden für die Renormierungskonstanten. Nichts leichter als das. So, das ist das, was wir finden müssen. Wie finden wir das Delta Z und Delta M Quadrat? Ja? Wenn Sie sich die erste Zeile oben anschauen, dann ist jetzt unsere Forderung, dass bei P Quadrat gleich M Quadrat bei der Tree-Level-Masse soll die Selbstenergie verschwinden und auch die Ableitung verschwinden. Wenn wir P Quadrat gleich M Quadrat setzen, also da oben ist jetzt M Quadrat gleich M On-Shell Quadrat,
und das ist gleich m Pol Quadrat, dann fällt on-shell hier schon mal der Delta-Z-Anteil weg und es bleibt einfach übrig aus dieser Bedingung Sigma minus Delta m Quadrat gleich 0 für den on-shell-Wert des Arguments. Das heißt, wir kriegen hier Delta m on-shell Quadrat ist einfach gleich die unrenommierte Selbstenergie bei p Quadrat gleich diesem m on-shell Quadrat. Wenn wir das setzen, dann ist diese Bedingung hier gelöst. Und die Bedingung mit der Ableitung ist auch einfach. Wir fordern jetzt, dass die Ableitung der ersten Zeile 0 ist. Da kriegen wir Ableitung von dem unrenommierten Sigma plus Delta Z. Die Summe muss 0 sein, on-shell. Das heißt, Delta Z muss gleich sein minus die Ableitung nach p Quadrat der unrenommierten Selbstenergie von p Quadrat an der Stelle p Quadrat gleich der Tree-Level-Masse m on-shell zum Quadrat. Dann sind diese beiden Bedingungen gelöst. Und das können wir auch ausrechnen. Hier. So, diese Gleichungen hier, die würden generell gelten, immer im On-Shell-Schema, egal welche Theorie Sie nehmen. Aber wenn wir das hier konkret auswerten, dann war es ja so, dass die Selbstenergie gegeben war durch dieses Loop-Diagramm hier. Das lieferte 1 durch 32 Pi Quadrat mal eine A0-Funktion und das war eine impulsunabhängige Konstante. Das heißt, die Ableitung von dieser Selbstenergie hier nach dem äußeren Impuls, die ist 0, denn die hing überhaupt nicht vom Impuls ab. Das heißt, dieses hier, Ableitung nach dem Impuls, verschwindet hier. Das ist nicht im Allgemeinen so, aber in dieser 4-hoch-4-Theorie gilt das in Einloop-Niveau. Zweitens dann, die Masse Delta m Quadrat war dann genau gegeben durch diesen Wert der Selbstenergie für beliebigen Impuls, weil es ja impulsunabhängig ist und das Ergebnis war dieses g durch 32 Pi Quadrat mal A0 von dem m on-shell Quadrat. Und dann haben wir den Counterterm gefunden. Okay, dann kümmern wir uns um die dritte Bedingung, nämlich wir fordern, dass im statischen Grenzfall alle Loop-Korrekturen zu der Streuung verschwinden, sodass die Streuung direkt gegeben ist durch den Tree-Level-Parameter. Okay, das heißt, die zweite Zeile hier muss 0 sein, wenn wir für die Impulse diese statischen Impulse einsetzen. Das heißt, wenn wir für die Mandelstamm-Variablen STU die Werte einsetzen, die diesem statischen Grenzfall entsprechen. Das heißt, wir kriegen dann direkt raus, Delta G muss gleich sein, die Summe von diesen drei Loop-Diagrammen, bis auf diese I-Vorfaktoren. Und da kann ich direkt das Ergebnis hier angeben. Das ist gleich g Quadrat geteilt durch 32 Pi Quadrat mal der Summe von B0 von S. Und im statischen Grenzfall ist das S gleich 4 mal m on-shell Quadrat plus B0 von der Mandelstammvariable T und im statischen Grenzfall ist die gleich 0 plus B0 von der Mandelstammvariable U und die ist auch im statischen Grenzfall gleich 0. Das heißt, wir haben Delta G bestimmt durch eine Summe von drei B0-Funktionen mit ganz bestimmten Argumenten hier. Und damit sind alle drei Renormierungskonstanten bestimmt und die haben hier natürlich eine kompliziertere Gestalt als im MS-Bar-Schema. Die divergenten Anteile sind genau die gleichen, aber es kommen halt immer noch endliche Anteile hinzu, die aus diesen A0- und B0-Funktionen kommen. So, und damit können wir Observablen jetzt ausrechnen. Zwei Rechnungen sind trivial, nämlich die Ruhemasse m Pol zum Quadrat ist natürlich definiert als der Pol des Propagators, den haben wir ja per Konstruktion jetzt auf den Tree-Level-Parameter im On-Shell gesetzt. Das heißt, da brauchen wir nichts weiter zu rechnen. Per Konstruktion gilt eben, die Polmasse ist gleich dem Massenparameter der Lagrange-Dichte in diesem Renormierungsschema. Genauso auch bei der Streuung. Unsere Streuamplitude G statisch im statischen Grenzfall war per Konstruktion auf den Tree-Level-Parameter G on-shell gesetzt. Und damit brauchen wir da auch nichts weiter zu rechnen.
Die Rechnung ist hier einfach umgekehrt, dass man aus den Bedingungen die Renormierungskonstanten ausrechnet, aber für die Observablen hat man dann alle Arbeit schon erledigt. Aber jetzt, nicht trivial, ist die Streuung bei hohen Energien. Und das ist jetzt die Rechnung, die man machen kann. Und die ist eben interessant. So, die effektive Streuamplitude für hohe Energien ist generell gegeben nach LSZ durch die amputierte Green-Funktion, multipliziert mit diesem Wurzelgeschwungen Z, aber das Wurzelgeschwungen Z ist jetzt gleich 1, das heißt, das können wir vergessen. Damit ist das gegeben einfach durch die amputierte Green-Funktion. Das heißt, das ist gleich, wieso habe ich hier, I, weil das G war definiert mit einem Minus in Bezug auf die Streuamplitude, also müssen wir die Feynman-Diagramme mit I multiplizieren und dann haben wir hier das Tree-Level-Diagramm plus die drei Einloop-Diagramme. Plus das Counterterm-Diagramm. Und hier ist jetzt alles bestimmt. Das Tree-Level-Diagramm ist unser Parameter G-On-Shell. Diese drei Einloop-Diagramme sind jeweils eine B0-Funktion mit dem Vorfaktor, mit den Argumenten STU, die groß sind. Und die Renormierungskonstante ist das da hier, was wir gerade ausgerechnet haben. Und dann ergibt sich insgesamt gleich G-On-Shell von hier minus G-On-Shell zum Quadrat geteilt durch 32 Pi Quadrat. Und dann haben wir die drei B0-Funktionen, hier B0 von S plus B0 von T plus B0 von U. Und dann die Anteile von der Renormierungskonstante, das sind ebenfalls drei B0-Funktionen, aber mit einem bestimmten Argument, nämlich minus B0 mit dem Argument 4m On-Shell Quadrat minus B0 von 0 minus nochmal B0 von 0. Also haben wir hier eine Summe und Differenz von 6 B0-Funktionen. Das Ergebnis ist endlich, weil die 1 durch Epsilon-Divergenzen sind in jeder B0-Funktion haben Vorfaktor 1. Das heißt, wir haben hier 3 mal 1 durch Epsilon minus 3 mal 1 durch Epsilon fällt weg. Das heißt, das Ergebnis ist endlich. So, und jetzt könnten Sie die ganzen konkreten Ergebnisse für die B0-Funktion wirklich einsetzen. Da schreiben wir ab von unserer früheren Rechnung und das gebe ich einfach an. Das Ergebnis ist dann G-On-Shell. Dann kann ich das ausklammern, mal 1 plus G-On-Shell geteilt durch 32 Pi Quadrat mal. Und dann haben wir Logarithmus von Betrag STU geteilt durch die Masse M-On-Shell hoch 6. Minus 6 minus IP plus 2. Okay. So, hier habe ich es noch nicht komplett. Das minus 6 plus 2 können Sie selber noch zusammen addieren, gibt minus 4. Aber hier das ln und die minus 6 kommen aus den drei B0-Funktionen der ersten Zeile und das minus IP und plus 2 kommen aus den drei B0-Funktionen in der zweiten Zeile. Und dann haben wir hier unser Ergebnis für die Streuung bei hohen Energien im On-Shell-Schema. Und das können wir vergleichen mit den Ergebnissen im MS-Bar-Schema. Wie gesagt, im MS-Bar-Schema hatten wir zwei Input-Parameter, M und G. Und alle Observablen sind nicht triviale Funktionen von M und G. Hier haben wir jetzt zwei Parameter, M-On-Shell und G-On-Shell, drei Observablen. Zwei Observablen sind direkt identifiziert mit den Input-Parametern und die dritte ist jetzt eine Funktion von den zwei Input-Parametern. Das heißt, das ist direkt eine Funktion von Observablen. Hier steht eben die Streuung bei niedrigen Energien und hier steht die messbare experimentelle Masse, die Sie im Experiment sehen. Und das ist dann eine Vorhersage oder eine Funktion von diesen gemessenen Größen. Und da sehen Sie wieder, da steht der Logarithmus. Und das ist jetzt direkt ein physikalischer Logarithmus, nämlich die gemessene Masse und die gemessenen Energien Ihres Prozesses. Und da sehen Sie eben den logarithmischen Anstieg. Je höher die Energie im Verhältnis zur Ruhemasse des Teilchens, desto größer wird die Streuamplitude. Und das ist eben der physikalische Effekt,
den wir auch im MS-Bahr-Schema schon gesehen haben. Aber hier ist er noch mehr auf den Punkt gebracht, weil dieses unphysikalische Mü hier gar nicht mehr auftaucht. Also das ist erstmal wichtig. Alles ist durch Observablen parametrisiert. Und wir haben ein numerisch großes Ergebnis. Falls dieses STU viel größer ist als die Ruhemasse zur entsprechenden Potenz. Und das ist also ein physikalischer Effekt. Das heißt, die Loop-Korrekturen oder Quantenkorrekturen der Quantenfeldtheorie liefern also diese Vorhersage, dass die Streuung eben in Wahrheit nicht energieunabhängig ist, sondern genau diese Abhängigkeit besitzt. Ja, und damit möchte ich das Kapitel abschließen und als Abschluss nochmal zusammenfassen die Vor- und Nachteile der einzelnen Renormierungsschemata. Wenn wir das also mal gegenüberstellen, dann haben wir Vorteil On-Shell-Schema und Vorteil MS-Bar-Schema. So, das On-Shell-Schema hat also offensichtlich den Vorteil, dass die Input-Parameter direkt identifiziert sind mit Observablen. Das ist ein riesiger Vorteil. Das heißt, die haben direkt eine physikalische Interpretation. Und wenn Sie eine Messung machen, dann wissen Sie, was die Werte Ihrer Observablen sind und dann wissen Sie automatisch auch, was die Werte Ihrer Input-Parameter in der Theorie sind. Das heißt, die numerischen Werte der Input-Parameter kommen direkt aus dem Experiment. Und das ist im MS-Bar-Schema ja nicht so, denn im MS-Bar-Schema müssten Sie dann die Polmasse zum Beispiel messen und dann mit dieser Formel hier umrechnen, was das dann bedeutet für den numerischen Wert von Ihrem Parameter M. Dann, daraus ergibt sich dann auch Vorhersagen von allen Observablen, wie zum Beispiel hier G unendlich, aber das gilt natürlich allgemein, sind immer Funktionen von anderen Observablen. Ein weiterer Vorteil ist, das ist hier, habe ich es unterschwellig schon gesagt, nämlich dieses μ, dieses unphysikalische μ, das hier in den Formeln im MS-Bar-Schema aufgetaucht ist, das gibt es hier nicht mehr im On-Shell-Schema. Das heißt, das fällt weg aus den Vorhersagen für die Observablen. Ist es hier nur ein Zufall, dass das in dem G unendlich wegfällt oder fällt das in anderen Observablen auch weg? Was denken Sie? Um das zu beantworten, müssen Sie Folgendes bedenken. Wir wissen ja, die Theorie ist renormierbar, das heißt, alle Observablen werden auf jeden Fall endlich. Das heißt, das 1 durch Epsilon fällt auf jeden Fall weg. Zweitens hatte ich schon mal betont, dass in den ganzen Loop-Rechnungen immer die Kombination 1 durch Epsilon plus ln μ² gemeinsam auftritt. Die haben immer denselben Koeffizient. Im On-Shell-Schema haben wir niemals diese Kombination getrennt, sondern die Kombination bleibt immer zusammen. Nämlich alle Renormierungskonstanten, die wir hier definiert haben, implizit über diese Bedingungen hier, die trennen niemals die beiden Terme. Wo steht es nochmal? Ah, hier. Hier, wenn Sie jetzt die Renormierungskonstanten anschauen, dann sind die gegeben durch volle Loop-Funktionen B0 oder A0. Das heißt, die Renormierungskonstanten enthalten genau dieselbe Kombination von 1 durch Epsilon und μ. Das heißt, im On-Shell-Schema wissen wir, jedes Mal, wenn 1 durch Epsilon wegfällt, fällt auch das ln μ² weg, weil die Vorfaktoren immer die gleichen sind und immer die gleichen bleiben. Das heißt, alles Endliche ist auch unabhängig von μ. Das heißt, das ist kein Zufall,
sondern prinzipiell fallen für alle Observablen diese Mühs weg. Da immer 1 durch Epsilon plus ln μ Quadrat gemeinsam auftaucht. Und damit auch gemeinsam wegfällt. Okay, aber geben wir auch ein paar Vorteile des MS-Bar-Schemas an, denn das ist durchaus auch nützlich. Der offensichtliche Vorteil des MS-Bar-Schemas ist natürlich die Minimalität, das heißt, wir haben eine ganz einfache Berechnungsvorschrift für die Renormierungskonstanten. Die sind sehr einfach, weil sie nur aus Divergenzen bestehen. Und daraus folgt auch, dass dieses MS-Bar-Schema immer möglich ist in jeder Theorie. Dagegen das On-Shell-Schema ist nicht in jeder Theorie möglich, sondern Sie müssen dafür die entsprechende Relation haben, dass zu jedem Parameter der Theorie auch so eine Observable korrespondiert. Das muss nicht unbedingt der Fall sein. Und das μ fällt zwar nicht weg, das ist auf der einen Seite ein Nachteil, aber auf der anderen Seite kann man es ja als Vorteil nutzen, weil wir dieses μ nutzen können, um die Störungstheorie zu optimieren. Das ist auch gut. So im On-Shell-Schema haben Sie hier unweigerlich eine riesengroße störungstheoretische Korrektur zur Hochenergiestreuung. Ist einfach so. Aber im MS-Bar-Schema können Sie das μ so wählen, dass die Korrektur zur Hochenergiestreuung klein wird. Wenn Sie also an Hochenergiestreuung interessiert sind, dann wäre das MS-Bar-Schema mit großem μ vorteilhaft gegenüber dem On-Shell-Schema. Okay. So viel zu den Renormierungsschemata. Vielleicht noch als letztes. Sie können natürlich dann auch umrechnen zwischen den Renormierungsschemata. Da müssen Sie einfach, wie gesagt, fordern, dass die nackten Größen gleich sind. Also um ein Beispiel anzugeben, würde man dann die Gleichung haben. M On-Shell-Quadrat plus Delta M On-Shell-Quadrat ist gleich M-Quadrat plus Delta M-Quadrat im MS-Bar-Schema. Und da Sie ja die Ausdrücke kennen für Delta M hier und Delta M hier, können Sie die Differenz der Deltas auf eine Seite bringen und dann kriegen Sie die Differenz der Input-Parameter ausgedrückt durch die Loop-Funktion. Und dann können Sie umrechnen und wissen dann, welchen Wert Ihr Parameter im jeweils anderen Schema haben muss, damit die Observablen letzten Endes sich als gleich ergeben. Und hier gibt es ja auf dem aktuellen Übungsblatt eine Aufgabe, dieses mathematisch triviale Beispiel zur Renormierung. Also ich kann jedem nur empfehlen, selber dieses Beispiel mal zu Hause durchzugehen. Ist wie gesagt mathematisch ungeheuer einfach. Das heißt, rechnen müssen Sie fast nichts, aber Sie sehen konzeptionell genau alle Schritte nochmal vor sich, die wir hier auch besprochen haben. Bloß, dass die Formeln alle sehr einfach sind. Das heißt, diese Unterschiede zwischen Renormierungsschemata, auch Unterschiede zwischen Regularisierungsschemata und Berechnung von Observablen als Funktion von Input-Parametern oder als Funktion von anderen Observablen, alles das können Sie an dieser Aufgabe sehr einfach nochmal sehen. Wie ist es eigentlich mit dem neuen Übungsblatt? Ja. Ja.
Ich glaube, zu den zwei Aufgaben von diesem Blatt hier sollte man noch sagen, die hängen sehr stark zusammen. Im Prinzip ist die Aufgabe einfach, renommiere das Goldstone-Modell und die vielen, vielen Teilaufgaben geben einfach eine Leitschnur. Aber prinzipiell könnte man sicherlich auch anders vorgehen und viele Teilergebnisse braucht man in beiden Aufgaben. So viel dazu. Jetzt geht es weiter mit einem anderen Kapitel und zwar wollen wir weitere Beispiele machen, um einige zusätzliche Punkte zu illustrieren. Und zwar illustrieren wir mal Wahrscheinlichkeiten im Gegensatz zu Wahrscheinlichkeitsamplituden und wir illustrieren Unitarität und Kausalität der Quantenfeldtheorie. Was wir betrachten, ist mal Folgendes. Wir haben eine Theorie mit verschiedenen Teilchen. Hier gibt es ein schweres Teilchen oder potenziell schweres Teilchen mit der Masse groß M. Hier zwei leichte Teilchen mit der Masse M1, M2. Und wir können einen Prozess betrachten, der so aussieht. Das schwere Teilchen wechselwirkt direkt mit den zwei leichten. Und wir können aber auch Schleifendiagramme betrachten, wo das schwere Teilchen außen ist und die beiden leichten Teilchen innen. Und dann haben wir eben schon gesehen, betont, dass diese Loop-Diagramme etwas zu tun haben mit Unitarität und Kausalität der Theorie. Und Unitarität in der Tat verknüpft solche Tree-Level-Prozesse mit den Loops. Und auf der anderen Seite ist es überhaupt erstmal interessant, für so ein Tree-Level-Diagramm auch nicht nur die Wahrscheinlichkeitsamplitude, sondern die Wahrscheinlichkeit auszurechnen. Und all das machen wir jetzt. Das heißt, die Theorie, die das hier beschreibt, ist eine Phi hoch 3 Theorie, drei skalare Felder. Und wir haben jetzt hier einfach sowas, I gleich 1 bis 2, 1/2 d mü Phi I zum Quadrat minus mi Quadrat halbe mal Phi I Quadrat plus 1/2 d mü Groß Phi zum Quadrat minus Groß M Quadrat halbe mal Groß Phi zum Quadrat. Dadurch wird also beschrieben, dass wir drei Teilchen haben mit der Masse M1, M2 und Groß M. Und dann haben wir eine Wechselwirkung, die genau diesen einen Vertex hier beschreibt, minus G mal dem Produkt Groß Phi mal Klein Phi 1 mal Klein Phi 2. Das heißt, es gibt genau einen einzigen Vertex in dieser Theorie, der die drei verschiedenen Teilchen miteinander verknüpft. Okay, und jetzt wollen wir mal die Zerfallswahrscheinlichkeit ausrechnen. Und zwar rechnen wir das aus als Funktion der Massen der beteiligten Teilchen. Groß M und wir setzen einfachheitshalber mal M1 gleich M2 gleich einer einheitlichen Masse klein m. Das heißt, wir betrachten jetzt einen Zerfall, ein potenziell schweres Teilchen mit der Masse groß M zerfällt in zwei leichte Teilchen, die beide die gleiche Masse klein m haben. Und was wir wissen wollen, ist, was ist die Wahrscheinlichkeit für diesen Zerfall? Mit anderen Worten, wir fangen zunächst mal an mit der Zerfallsamplitude. I mal TFI, das ist die Wahrscheinlichkeitsamplitude für den Zerfall, für diesen Prozess hier. Das ist im Prinzip durch das LSZ-Theorem gegeben, aber auf Tree-Level heißt das nichts anderes, dieses triviale Feynman-Diagramm hier aufzuschreiben. Das ist die Wahrscheinlichkeitsamplitude. Und das Einzige, was man hier jetzt für den Zerfall dazu sagen sollte, ist, das Anfangsteilchen ist in Ruhe. Das heißt, der Anfangsimpuls P ist der Vierervektor M und der räumliche Impuls ist gleich 0.
Und die Teilchen im Endzustand, die haben dann die Impulse P1, P2. Okay, aber dieses Matrix-Element ist gegeben durch den Vertex, der aus dieser Lagrange-Dichte folgt. Und der Wert ist dann einfach minus I mal G. Ganz einfach. So, langer Rede, kurzer Sinn. Das heißt, die Wahrscheinlichkeitsamplitude für den Zerfall ist trivial. Aber was ist jetzt die Zerfallswahrscheinlichkeit? D Gamma. Die differenzielle Zerfallsrate, also Wahrscheinlichkeit für Zerfälle pro Zeiteinheit, wenn das die Wahrscheinlichkeitsamplitude ist, gibt es die Formel, eventuell Fermis goldene Regel, TFI Betragsquadrat normiert durch 2 mal die Masse des Anfangsteilchens mal dem Phasenraum Volumenelement dΦ2. Und jetzt für die gesamte Wahrscheinlichkeit müsste man das jetzt integrieren über den Phasenraum der Endzustandsteilchen. Okay, und so ein Phasenraumintegral haben wir hier in der Vorlesung noch nie berechnet. Das ist nicht unbedingt ein Thema der Quantenfeldtheorie, aber gehört natürlich auch dazu, dass man das mal gemacht hat. Also rechnen wir hier mal beispielshalber ein solches Phasenraumintegral aus. Das ist natürlich extrem einfach und um uns das Leben noch weiter zu vereinfachen, habe ich hier schon mal die Massen gleichgesetzt. Das vereinfacht die Rechnung dann nochmal zusätzlich. Und hier der Vorfaktor hier ist natürlich eine impulsunabhängige Konstante, die wir aus dem Integral dann rausziehen können. Das heißt, wir machen jetzt mal so eine explizite Phasenraumintegration. Und was ich Ihnen als Rat hier geben kann, ist, die Rechnung wird einfacher, wenn Sie wirklich mal alles explizit voll ausschreiben. Schreiben wir also mal explizit alles voll aus. Haben wir jetzt hier dieses Phasenraumintegral, Integral über dΦ2. Das andere haben wir rausgezogen. Das heißt, nur das ist zu berechnen. Und was ist das jetzt eigentlich? Dieses Phasenraumelement war gegeben über das Volumenelement für die Impulsraumvolumina der Endzustandsteilchen. Das heißt, wir haben hier ein dreidimensionales Integral über den Impuls des Teilchen 1, dividiert durch 2π hoch 3 mal diesem 2p0. Und das p0 schreibe ich jetzt aus. Das ist p1 Vektor zum Quadrat plus m Quadrat. Dann haben wir ein Phasenraumintegral über den Impuls p2, d3, p2, normiert durch 2π hoch 3 mal 2 mal p0. Und das p0 ist gleich p2 Vektor Quadrat plus m Quadrat. Und dann haben wir noch eine Delta-Funktion, normiert mit 2π hoch 4 mal einer vierdimensionalen Delta-Funktion von dem Anfangsimpuls p, Vierervektor, minus p1 minus p2. Okay, das ist das Integral. Das heißt, wir haben 6 Integrale und 4 Delta-Funktionen. So, und das wollen wir mal schauen, wie das funktioniert. So, als erstes, was können wir hier machen? Die Delta-Funktionen für die räumlichen Impulse, die sind einfacher als die Delta-Funktion für die Energie. Bei den räumlichen Impulsen ist ja dieser Vierervektor p hier gleich 0. Das heißt, für die räumlichen Impulse kriegen wir hier einfach eine Delta-Funktion von Vektor p3 plus Vektor p4. Und dann ist das Integral über d3 p2 trivial. Das liefert einfach Vektor p2 ist gleich minus Vektor p1 aufgrund dieser dreidimensionalen Delta-Funktion. Und die ist dann weggefallen. Dann verbleibt noch ein dreidimensionales Integral über p1. Jetzt schauen wir alles andere an. Es gibt dann den Faktor 2π hoch 2 insgesamt, wenn Sie das zusammennehmen. Dann gibt es den Faktor 4 von diesen Faktoren 2. Und dann gibt es p1 Vektor zum Quadrat plus m Quadrat. Und hier diese Wurzel, die wird ebenfalls zu p1 Vektor zum Quadrat plus m Quadrat, weil p2 ja durch die Delta-Funktion zu minus p1 geworden ist. Und dann verbleibt noch eine letzte Delta-Funktion, Delta, für die Energie. Und die Energie ist jetzt die Nullkomponente von dem Impuls hier, das ist m, die Ruhemasse m, minus die Energie p1 0, das ist Wurzel aus p1 Vektor zum Quadrat plus m Quadrat.
Und dann die Energie P2,0, die ist das gleiche, also wird diese Wurzel mit 2 multipliziert. Und dann können wir noch Kugelkoordinaten machen. Das heißt, dieses dreidimensionale Impulsintegral, das wird zu einem Integral über den Raumwinkel des Impulses, d Omega 1, und einem Integral über den Betrag P1² mal dp1. Und dieses p1 ohne Vektorpfeil ist jetzt einfach der Betrag des räumlichen Impulses. Und dann haben wir jetzt hier insgesamt 4π zum Quadrat. Und dann haben wir eben hier diese Wurzel p1² plus m². Die Wurzel kommt insgesamt ins Quadrat. Und dann haben wir diese Delta-Funktion eben von Groß M minus Wurzel aus, minus 2 mal Wurzel aus P1² plus klein m². Okay, und das hier ist jetzt eine Delta-Funktion mit einer komplizierten Funktion als Argument. Das heißt, da wissen Sie ja, das kann ich auffassen als Delta von einer Funktion f von P1 und sowas ist gleich 1 geteilt durch Betrag f' von diesem P1 mal Delta von P1 minus, sagen wir mal, P1 Lösung, wobei P1 Lösung ist die der Wert von P1, für den die Delta-Funktion hier zuschlägt, also das ist die Nullstelle von diesem f von P1. Mit f von P1 Lösung ist gleich 0. So, was ist denn dann jetzt hier die Delta-Funktion? Die müssen wir ausrechnen. Das heißt, dieses f' von P1, was ist das dann eigentlich? Also diese Funktion f von P1 ist der Inhalt der Delta-Funktion. Und da müssen wir jetzt die Ableitung nach P1 bilden. Wenn wir von dem die Ableitung nach P1 bilden, kriegen wir was von der Wurzel. Wir kriegen 2 mal, dann 1 durch 2 mal diese Wurzel, P1² plus m² und dann die innere Ableitung mal 2p1. Und das Ganze kommt noch mit einem Minus. Das ist die Ableitung f'. Und auf der anderen Seite, was ist dieses P1 Lösung? Wie kriegen wir das? Also was ist die Lösung hier, wenn man diese Delta-Funktion gleich 0 setzt? Da müssen wir halt auflösen nach dem P1². P1² ist dann m² durch 4 minus dieses kleine m². Also P1 Lösung ist gleich 1/2 Wurzel aus Groß m² minus 4 mal Klein m². Das ist dann die Nullstelle dieser Delta-Funktion. Und diese Wurzel hier, P1 Lösung zum Quadrat plus m², diese Wurzel taucht ja überall auf. Diese Wurzel hier, wenn wir da die Nullstelle der Delta-Funktion einsetzen, dann ist diese Wurzel natürlich genau gleich Groß m². Das sollte man auch mal aufschreiben. Das ist gleich Groß m². Das heißt, wenn wir hier in diese Ableitung der Delta-Funktion diese Lösung der Nullstelle einsetzen, dann wird dieser Nenner hier zu Groß m². Gibt dann hier einfach Groß m im Nenner, dann wird das zu 4 mal diesen P1 Lösung geteilt durch Groß M. Und genauso wird diese Wurzel hier zu Groß m² und das P1² wird zu diesem P1 Lösung. Und wenn wir das alles zusammennehmen, dann können wir insgesamt das Integral aufschreiben. Daraus folgt dann das Phasenraumintegral dφ2. Ist jetzt gleich das Integral nur noch über den verbleibenden Raumwinkel d Omega 1
von diesem P1-Lösung geteilt durch 16 Pi Quadrat mal dem Groß M. Das ist das Ergebnis. Und hier das Raumwinkelintegral ist einfach, weil hier nichts vom Raumwinkel abhängt. Das heißt, es gibt einfach einen Faktor 4Pi. Haben wir 1 durch 4Pi. Und dann dieses P1-Lösung gibt 1/2 mal Wurzel aus Groß M Quadrat minus 4 mal Klein M Quadrat geteilt durch dieses Groß M. Und wenn man das noch schöner aufschreibt, dann erhalten wir 1 durch 8Pi mal der Wurzel von 1 minus 4 klein m Quadrat durch groß m Quadrat. Das ist das entscheidende Ergebnis. Das heißt, hier haben wir jetzt mal so ein Phasenraumintegral komplett ausgerechnet und Sie sehen, das Ergebnis ist eine relativ komplizierte Funktion von diesen zwei Massen hier, so eine Wurzelfunktion. Wir können dann auch die gesamte Zerfallsrate mal angeben. Die ist also das Integral hier. Das heißt, das ist das Phasenraumintegral multipliziert mit diesem Vorfaktor hier. Wenn wir das also angeben, dann ist das gleich dieser Vorfaktor g² geteilt durch 16 Pi mal m mal dieser Wurzel 1 minus 4 klein m² durch groß m². Und was Interessantes ist die Zerfallswahrscheinlichkeit als Funktion von diesen Massen. Für klein m gleich fixiert. Da plotten wir das mal hier als Funktion von groß m. Das heißt, wir fragen uns, welche Teilchen können wie wahrscheinlich in diese zwei leichten Endzustandsteilchen zerfallen? Und da sehen wir, wenn dieses Groß M kleiner ist als 4m², dann ist die Wurzel hier negativ und der Zerfall ist überhaupt nicht möglich. Das heißt, die Wahrscheinlichkeitsrate ist 0 für Groß M kleiner als diese Schwelle 4 mal klein m². Erst dann ist der Zerfall kinematisch möglich, weil im Ruhesystem genug Energie vorhanden ist, um zwei Teilchen jeweils mit der Ruhemasse klein m zu erzeugen. Aber dann geht es los mit dieser Funktion und wenn wir konkret groß m mal Gamma plotten, dann haben wir eine Konstante mal der Wurzel. Das heißt, das eigentlich ist es nur die Wurzel und dann geht halt hier so eine Wurzelfunktion hoch mit Steigung unendlich am Anfang. Und dann für groß m gegen unendlich konvergiert es gegen eine Konstante hier. Also so sieht das dann aus. Das ist die Zerfallswahrscheinlichkeit als Funktion von m. Das heißt, es gibt eine Schwelle. An der Schwelle haben wir eine Singularität, unendliche Steigung gemäß einer Wurzelfunktion. Und dann gibt es ein asymptotisches Verhalten. So sieht es aus. Gut, das ist unser Beispiel für ein Phasenraumintegral. Ein einfacheres Phasenraumintegral werden Sie nicht finden. Aber es gibt viel, viel kompliziertere Phasenraumintegrale. Das heißt, Sie sehen an diesem einfachen Beispiel schon, Phasenraumintegrale zu berechnen, ist relativ hässlich und ist eine Wissenschaft für sich. Da will ich aber jetzt nicht weiter einsteigen. Stattdessen wollen wir das Ergebnis jetzt nutzen, um noch was über Loops zu lernen, über Schleifenkorrekturen, nämlich Unitarität und Kausalität. So, das wäre das Kapitel 5.2.2. Schauen wir uns an den Nutzen der Unitarität zunächst. Was ist mit Unitarität gemeint? Damit meinen wir die Unitarität der S-Matrix in der Quantenfeldtheorie. Wir hatten in unserem Kapitel 4.3.4 gesehen, dass die S-Matrix unitär ist, S-Decker S
ist gleich der 1-Operator. Und daraus folgte das optische Theorem. Das optische Theorem ist im Wesentlichen ein Korollar oder ein Spezialfall dieser Unitaritätsrelation, aber ein besonders interessanter Spezialfall. Und zwar war das, dass wir die T-Matrix, also S ist gleich 1 plus I mal T, und für die T-Matrix gilt eine Relation, nämlich Summe über alle N-Zustände F von den T-Matrix-Elementen TFI Betragsquadrat ist gleich 2 mal der Imaginärteil TII. Das heißt, auf der rechten Seite steht der Imaginärteil der Vorwärtsstreuamplitude. Auf der linken Seite steht Streuamplitude ins Betragsquadrat, also eine Wahrscheinlichkeit. Das heißt, das optische Theorem ist eine Relation zwischen einer quantenmechanischen Wahrscheinlichkeit und einer Wahrscheinlichkeitsamplitude. Und die Unitarität, sieht man eben, Unitarität der S-Matrix kann nur erfüllt sein, wenn die S-Matrix tatsächlich nicht verschwindende Imaginärteile hat. Ist ja klar, wie soll sonst ein Operator unitär sein? Analog zu einer komplexen Zahl mit Betrag 1 kann nur Betrag 1 haben, also außer für den trivialen Fall, dass die Zahl gleich 1 ist, aber alle anderen komplexen Zahlen mit Betrag 1 haben nicht verschwindenden Imaginärteil, den sie aus dem Realteil berechnen können. Und das ist hier eben auch so. Und wenn wir das optische Theorem allgemein betrachten, dann heißt es eben, dass wir den Imaginärteil von gewissen Feynman-Diagrammen in höheren Ordnungen vorhersagen können, wenn wir Feynman-Diagramme niedriger Ordnung kennen und die Betragsquadrate bilden. Das heißt, der Imaginärteil von Loops ist vorhergesagt über Betragsquadrate von Tree-Level-Diagrammen. Und der ist also nicht frei wählbar, sondern der ist vorherbestimmt durch das optische Theorem. Und das ist die Unitaritätsrelation. Und was wir schon gesagt haben, war, es ist eine nicht triviale Frage, ob in dimensionaler Regularisierung, die wir ja verwenden und die irgendwelche Imaginärteile liefert, ob diese Imaginärteile überhaupt kompatibel sind mit diesem optischen Theorem. Falls nicht, würde das heißen, die Regularisierung zerstört die Unitarität der S-Matrix und müsste weggeworfen werden. Und das ist natürlich nicht der Fall und das wollen wir hier mal überprüfen. Das heißt, wir schauen hier mal konkret an, dieses optische Theorem in Ordnung g Quadrat von dieser Theorie, die wir gerade aufgestellt haben, für den Anfangszustand I ist gleich Teilchen m in Ruhe. Dann haben wir genau den Fall, den wir gerade hatten. Das ist nämlich die linke Seite in Ordnung g Quadrat, bedeutet, dass wir die Wahrscheinlichkeitsamplitude in Ordnung g nehmen und das ist genau dieses Feynman-Diagramm hier für den Prozess, den wir gerade betrachtet haben. Das Betragsquadrat hiervon gibt Ordnung G-Quadrat. Okay. Das ist die linke Seite und dann die Summe über alle N-Zustände entspricht hier nichts anderem als dem Phasenraumintegral d4,2 von dieser betragsquadrierten Wahrscheinlichkeitsamplitude. Das ist also haargenau, was wir gerade ausgerechnet haben. Das ist jetzt die linke Seite des optischen Theorems und die rechte Seite ist der Imaginärteil mal 2 von dem Feynman-Diagramm, was 2 Kopplungen hat und was am Anfang und am Ende dieses selbe schwere Teilchen M hat. Und das ist eben dann dieses Einschleifendiagramm mit den Teilchen M1, M2 und hier Teilchen M und hier Teilchen M. Das heißt, wir kriegen genau, was ich gesagt habe, nämlich der Imaginärteil des Einloop-Diagramms ist gegeben durch das Integral über das Betragsquadrat der Tree-Level-Rechnung. Allerdings gilt das auch für die renommierte Theorie, das heißt, hier kommen eigentlich noch hinzu Plus-Counter-Terme. Die können wir gleich nochmal diskutieren. So, das ist also das optische Theorem für diesen konkreten Spezialfall. Und das können wir mal explizit überprüfen. Und dann werden wir unter anderem testen, ob die dimensionale Regularisierung, die wir benutzt haben, den korrekten Imaginärteil liefert. Also schauen wir an, was ist die linke Seite dieses optischen Theorems. Die linke Seite ist jetzt genau dieses Matrixelement, Betragsquadrat, integriert über den Phasenraum. Und das ist ja das gleiche wie unsere totale Zerfallsrate, die wir gerade hatten.
nur mit einer anderen Normierung, nämlich bei diesem Gamma, da stand das Gleiche da, mal 1 durch 2m. Das heißt, die linke Seite ist jetzt gleich 2 mal groß M mal diesem Gamma. Das ist genau das. Das heißt, die linke Seite ist eine Observable. Das ist eine Observable, die Sie grundsätzlich direkt im Experiment messen können. Nämlich die totale Zerfallsrate für das schwere Teilchen M multipliziert mit der Ruhemasse. Das experimentell zugänglich. Das heißt, sogar aus dem Experiment können Sie den Imaginärteil dann direkt entnehmen. Wenn wir das Ergebnis aufschreiben, von hier abgeschrieben, gibt es dann g² geteilt durch 8 Pi mal dieser Wurzel 1 minus 4m² geteilt durch groß M². Das muss also der Imaginärteil sein dieses Loop-Diagramms. Das ist also eine nicht triviale Vorhersage. Schauen wir also das Loop-Diagramm an, die rechte Seite dieses optischen Theorems. Und da haben wir bisher in dimensionaler Regularisierung gerechnet, plus Renormierung. Dann ist es so, dass der Imaginärteil ausschließlich aus den eigentlichen Loop-Diagrammen kommt, nicht aus den Counter-Termen. Apropos, um jetzt ganz genau zu sein, fällt mir gerade auf, diese Feynman-Diagramme hier, die wir hatten, die liefern ja immer I mal T, aber nicht T selber. Und hier steht der Imaginärteil von T, das heißt, um es genau zu machen, müssen wir hier mal 1 durch I multiplizieren. Das heißt, das I aus dem Feynman-Diagramm muss abdividiert werden und dann bilden wir den Imaginärteil. Mal 1 durch I mal dem Feynman-Diagramm gibt das T-Matrix-Element. Okay, also auf jeden Fall, der Imaginärteil kommt nicht aus den Countertermen, denn die sind ja reell, sondern der stammt nur aus dem Einschleifendiagramm. Nee, ich will den Imaginärteil von T haben. Den Imaginärteil von T wollen wir. Das T-Matrix-Element ist die eigentliche Streuamplitude und das Feynman-Diagramm liefert immer I mal T. Und das natürlicherweise taucht in allen Rechnungen von allen Feynman-Diagrammen immer ein Koeffizient I auf. Und das eigentliche T-Matrix-Element ist dann immer das Ganze ohne diesen Faktor I. Das war schon immer so. Und wenn ich also hier das Feynman-Diagramm reinschreibe, muss ich das I abdividieren, um das T-Matrix-Element zu bekommen. Und natürlicherweise sind dann die Feynman-Diagramme ohne dieses I, die sind normalerweise reell. Zum Beispiel in Tree-Level-Niveau wäre so ein Diagramm hier, das ist gleich minus I mal G. Okay? Und das wäre dann zum Beispiel für so einen Tree-Level-Prozess I mal TFI. Und dann wäre für diesen einfachen Fall, das T-Matrix-Element wäre gleich minus G, also reell. Und das ist das, was hier eingeht. Und für ein Einloop-Diagramm, wo Sie das hier bekommen, wir sehen es gleich nochmal, da taucht dann eine B0-Funktion auf mit entsprechenden Vorfaktoren. Und dann sehen Sie auch, dass natürlicherweise diese Kombination hier reell ist. Bitte? Genau, richtig, richtig. Deswegen ist ja der Imaginärteil auch eine nicht triviale Größe. Die meisten Feynman-Diagramme sind reell und haben keinen Imaginärteil und manchmal entwickeln die aber einen Imaginärteil. Dieser Imaginärteil ist nicht der Imaginärteil, den wir wollen. Das hier wäre für uns ein reelles T-Matrix-Element. Okay. Und wenn Sie jetzt effektiv auf Einloop sowas bekommen wie minus i mal g mal 1 plus irgendwas mit plus ip, dann wäre dieses ip der Imaginärteil, für den wir uns hier interessieren. Und das passiert genau. Okay, also lassen Sie mich das explizit aufschreiben. Jedenfalls wollte ich hier ergänzen, die Counterterme sind reell.
genauso wie dieses G. So hier I mal TII, das hier ist gleich gegeben durch genau so ein Feynman-Diagramm hier für diesen Trivialprozess, wo wir nur einteilig im Anfangs- und Endzustand haben. Dann fließt also hier der Impuls P ein, der ist allerdings im Ruhesystem. Und wir haben auch ein Counterterm-Diagramm dazu. Und was das ist, ist ja nichts anderes als die Selbstenergie von diesem Teilchen hier, von diesem dicken Teilchen. Ich nenne es einfach, wie üblich, I mal Sigma Hut von P Quadrat. Das ist aber jetzt nicht dasselbe Sigma wie heute Morgen, weil wir ja in einer anderen Theorie arbeiten. Das ist jetzt dieses Loop-Diagramm hier. Und wenn wir dieses Loop-Diagramm ausrechnen, können wir im Kopf mal machen, was ist dann das Ergebnis von diesem Loop-Diagramm? Wir haben hier zwei Vertices, jeweils mit dem Wert minus i mal g. Das Produkt gibt dann minus g Quadrat. Es gibt keinen Symmetriefaktor, 1/2, weil wir alle Teilchen als unterschiedlich annehmen. M1, M2, aber im Limes M1 gleich M2, aber zwei verschiedene Teilchen. Und dann gibt es hier zwei Propagatoren, jeweils i durch p Quadrat minus m Quadrat mit dem entsprechenden Impuls. Das heißt, wir haben insgesamt vier Potenzen von i, die fallen zusammen weg. Und dann ergibt sich hier aus dem Integral eine B0-Funktion. Und die hatte per Definition den Vorfaktor i durch 16 Pi Quadrat. Das heißt, wir kriegen i durch 16 Pi Quadrat mal g Quadrat mal dieser B0-Funktion mit dem Argument p Quadrat für den einlaufenden Impuls, mm für die beiden Massen in den Propagatoren. Und da ist jetzt das explizite i, das heißt i mal t enthält ein explizites i mal der B0-Funktion, das heißt das eigentliche t entspricht der B0-Funktion und die ist normalerweise im Wesentlichen reell, aber manchmal enthält die eben einen Imaginärteil. Das heißt, der Imaginärteil des optischen Theorems ist der Imaginärteil der B0-Funktion, den wir hier auch schon mal diskutiert haben. Und der war manchmal zum Beispiel I mal Pi im Limes für große Energien. Aber hier kommt jetzt noch hinzu, plus I mal Delta Z mal P Quadrat minus M Quadrat minus Groß M Quadrat minus Delta M Quadrat. So, das heißt, relevant ist hier für uns der Imaginärteil der B0-Funktion von p Quadrat mm. Und das ist glücklicherweise genau das, was wir hier in der Vorlesung schon mal diskutiert hatten. Die B0-Funktion war insgesamt gegeben durch 1 durch Epsilon plus ein Feynman-Parameter-Integral von 0 bis 1 dx mit dem Integranten Logarithmus dieses μ Quadrat geteilt durch p Quadrat mal x Quadrat minus x plus m Quadrat minus i Epsilon. Das ist das Feynman-Parameter-Integral, was man immer ausrechnen musste. Da sehen Sie, das ist ein Integral mit einem reellen Integrant. Falls die Impulse und Massen reell sind, x ist reell, dann ist eigentlich alles reell. Das Einzige, was hier imaginär ist, ist diese minus i Epsilon Vorschrift. Und wann schlägt die zu? Wann liefert das insgesamt einen Imaginärteil? Das liefert dann einen Imaginärteil, wenn das Argument des Logarithmus hier negativ ist, eine negative reelle Zahl, dann wird die i Epsilon Vorschrift wichtig und liefert dann Vorschrift für den Logarithmus in der komplexen Ebene wir sind. Also wenn wir das uns nochmal erinnern, dann hatten wir grafisch hier dieses Feynman-Parameter-Integral als Funktion von x, den Integranten oder das Argument vom Logarithmus auch mal diskutiert. Das Argument, das Logarithmus ist eigentlich positiv für x gleich 0 und x gleich 1, ist es nämlich durch dieses m Quadrat hier gegeben. Und ansonsten ist das für x eine Parabel. Und die Parabel kann so aussehen, dann verläuft der Integrant immer im Positiven.
Oder die Parabel kann so aussehen, dann berührt es einmal die Null. Oder die Parabel kann so aussehen und verläuft zum Teil im Negativen. Und wenn die Parabel zum Teil im Negativen verläuft, dann liefert der Logarithmus einen nicht verschwindenden Imaginärteil. Und der Vorzeichen des Imaginärteils ist dann durch diese I-Epsilon-Vorschrift eindeutig gegeben. Das heißt, wenn Sie den Imaginärteil bestimmen wollen, müssen Sie ausrechnen, wie lang ist diese Strecke hier, in der der Integrant einen Imaginärteil hat. Der Logarithmus liefert dann immer minus i Pi als Imaginärteil und diese Strecke hat die folgende Länge. Das heißt, ich gebe direkt das Ergebnis an. Das Ergebnis des Imaginärteils ist gleich 0 für p Quadrat kleiner als 4 mal klein m Quadrat, denn dann ist die Parabel immer im Positiven. Sehen Sie hier, wenn Sie 4 m Quadrat einsetzen, dann gibt es genau einmal den Scheitel bei 0. Für kleiner als 4 m Quadrat ist es immer positiv. Und für p Quadrat größer als 4 m Quadrat, da können Sie die quadratische Gleichung lösen und die beiden Nullstellen ausrechnen und die Differenz der zwei Nullstellen gibt Ihnen letztlich den Imaginärteil an. Und die Differenz der zwei Nullstellen ist dann Pi mal Wurzel 1 minus 4m² geteilt durch p². Das ist der Imaginärteil von diesem Feynman-Parameter-Integral. Und wir hatten bisher in der Vorlesung hier diesen Imaginärteil ausgerechnet im Limes p² gegen unendlich. Wenn Sie sich erinnern, kam da raus, der Imaginärteil war gleich genau Pi. Und hier habe ich jetzt den Imaginärteil für allgemeines P hingeschrieben. Der Limes stimmt und für allgemeines P haben Sie halt das hier. Das heißt, für P gegen 4m² geht der Imaginärteil gegen 0 und für P gegen unendlich der Imaginärteil gegen Pi. Das ist das Ergebnis. Und jetzt können wir zurückgehen und vergleichen. Die rechte Seite unseres optischen Theorems war zweimal der Imaginärteil dieses Feynman-Diagramms. Und das Feynman-Diagramm ist jetzt durch das hier gegeben, g² durch 16 Pi² mal b0. Die b0-Funktion liefert diesen Imaginärteil, Pi mal der Wurzel. Und dann müssen wir noch mit 2 multiplizieren. Das heißt, der Imaginärteil der rechten Seite ist genau gleich 2 mal Imaginärteil von dieser renormierten Selbstenergie für p² gleich groß m². Und das ist dann 1 durch 8 Pi mal g Quadrat mal der Wurzel 1 minus 4 klein m Quadrat durch groß m Quadrat. Und da sehen Sie, das ist gleich der linken Seite. Das heißt, in der Tat liefert unsere explizite Looprechnung mit dimensionaler Regularisierung genau den Imaginärteil, der durchs optische Theorem auch vorhergesagt wurde. Und das ist natürlich ein tolles Ergebnis. Das optische Theorem ist also erfüllt. Es stimmt überein. Und das bedeutet jetzt mehrere Dinge, die wir uns vergegenwärtigen müssen. Also das ist sehr wichtig. Erstens haben wir damit in der Tat bewiesen, zumindest für das Beispiel, dass die dimensionale Regularisierung kompatibel ist mit Unitarität. Das ist ein sehr wichtiges Ergebnis, denn ansonsten dürften wir diese Regularisierung überhaupt nicht benutzen. Das heißt, sie liefert immer die korrekten Imaginärteile. Das ist nicht trivial. Ich hatte schon mal genannt, in dem Kapitel 343 war das, ein Theorem von Speer.
Und das ist die Verallgemeinerung von dieser Aussage. Das heißt, immer ist dimensionale Regularisierung kompatibel mit Unitarität. Und damit ist das überhaupt eine mögliche Regularisierung. Kleine Randnotiz, es gab auch mal so einen gewitzten Student früher, der dann unzufrieden war mit diesen Divergenzen in der Quantenfeldtheorie und gesagt hat, okay, wenn wir sowieso Divergenzen haben und die Theorie umdefinieren müssen, wieso definieren wir nicht einfach alle Integrale, die divergent sind, radikal als ist gleich 0? Könnte man ja auch machen. Alles, was divergent ist, wird auf 0 gesetzt. Das wäre eine mögliche Vorschrift. Okay. Aber wenn wir das machen, dann kriegen wir 0 raus für die Imaginärteile und haben dann Unitarität verletzt. Das heißt, eine Antwort, die man so jemandem geben kann, ist eben, wir haben das Wissen, dass die Imaginärteile aus den niedrigeren Ordnungen vorhergesagt werden, zu einem ganz bestimmten nicht-trivialen Wert. Das heißt, wir können nicht einfach radikal irgendwas auf 0 setzen, weil wir dann Unitarität zerstören würden. Okay, und die dimensionale Regularisierung ist eben im Einklang damit. So, aber wenn wir jetzt wissen, dass das optische Theorem gilt, und das wissen wir, dann brauchen wir es nicht mehr zu beweisen, sondern wir können das nutzen. Wir können das optische Theorem nutzen und das wird in der Tat häufig benutzt. Und zwar könnte man zum Beispiel diese Rechnung benutzen, um die Loop-Rechnung sich zu sparen oder um die Phasenraumrechnung sich zu sparen. Also wenn wir an dem Imaginärteil interessiert sind, dann könnten wir sagen, naja, anstatt das Loop-Diagramm auszurechnen und kompliziert hier den Imaginärteil aus der B0-Funktion zu extrahieren, rechnen wir einfach das Phasenraumintegral und den Zerfall aus und dann haben wir es ja über das optische Theorem. Also um die Loop-Rechnung zu umgehen, also den Imaginärteil könnten wir aus niedrigeren Ordnungen vorhersagen. Und das Umgekehrte gilt natürlich auch, ich schreibe es aber nicht extra hin, falls Sie an dem Phasenraumintegral interessiert sind und sagen, also Phasenraumintegrale kann ich nicht, ich kann nur Loop-Integrale, weil das systematisch funktioniert. Also nützen Sie halt die Einloop-Rechnung, bilden den Imaginärteil und wissen dann Ihr Phasenraumintegral. So geht es auch. Aber ein dritter Punkt, der auch in der Praxis benutzt wird, ist, die linke Seite des optischen Theorems ist ja eine Observable gewesen. Eine direkt messbare Größe, nämlich die Zerfallsrate und die Ruhemasse des Teilchens. Das könnte man experimentell messen. Das heißt, man kann sogar ohne Rechnung einfach aus dem Experiment den Imaginärteil der Loops extrahieren. Zum Beispiel, wenn Sie nicht in der Lage sind, irgendwas auszurechnen, dann können Sie das optische Theorem in dieser Form nutzen. Also könnte sogar experimentelle Ergebnisse für die linke Seite nutzen, um den Imaginärteil vorherzusagen. Und wo das genutzt wird, ist in der Praxis für die Photon-Selbstenergie. Nämlich für die Photon-Selbstenergie ist man interessiert daran, an solchen Schleifendiagrammen, die kommen von Hadronen. Die Summe von allen Schleifendiagrammen zur Photon-Selbstenergie mit irgendwelchen Hadronen. Die Hadronen sind aber nicht störungstheoretische Objekte wegen Confinement und unglaublich großen QCD-Korrekturen. Das heißt, das kann man nicht ausrechnen. Nicht, weil man technisch nicht in der Lage ist, sondern weil die Störungstheorie nicht konvergiert. Und dann können Sie das eben entnehmen aus dem Experiment. Und da brauchen Sie eben dann das hier, nämlich die totale Wahrscheinlichkeit, dass ein Photon streut in irgendwelche hadronischen Endzustände. Wenn Sie also das messen als Funktion der Photonenergie, dann kriegen Sie den Imaginärteil.
von dieser Selbstenergie, ohne Rechnung, direkt aus dem Experiment. Und das ist die genaueste Bestimmung heutzutage, wie man die Photon-Selbstenergie bekommt. Besser als durch eine Rechnung. Gut, jetzt haben wir nicht mehr so arg viel Zeit, aber entweder hören wir früher auf oder Sie haben noch ein paar Fragen hierzu oder wir fangen doch mit dem neuen Thema an und überziehen vielleicht minimal, weil vielleicht können wir das dann noch fertig schaffen und können dann nächste Woche mit einem neuen Thema anfangen. Gibt es noch Fragen hierzu? Dann beeilen wir uns, probieren wir uns zu beeilen. Nämlich jetzt das zweite Thema ist die Kausalität. Die würde natürlich mehr Diskussion als 10 Minuten verdienen, aber schauen wir mal, dass wir es schaffen. Kausalität, nicht nur in der Quantenfeldtheorie, sondern auch anderswo, liefert immer Analytizität. Als Schlagwort können Sie das mal festhalten. Es gibt zum Beispiel auch Signaltheorie in der Elektrotechnik oder so, wo Sie einfach Kausalität haben in dem Sinne, dass Sie irgendeine Anregung machen von einem System und dann studieren Sie die Reaktion des Systems auf die Anregung und die Reaktion kann zeitlich immer nur danach folgen und nicht davor. Das ist trivialerweise Kausalität. Und dann können Sie dort auch Fourier-Transformationen von diesen Funktionen dann bilden und die haben dann automatisch gewisse analytische Eigenschaften wie Holomorphie und so. Und hier bei uns genauso, Kausalität impliziert Analytizität von unseren Greenschen Funktionen, denn Kausalität impliziert bei uns die Kellen-Lehmann-Darstellung. Was war nochmal die Kellen-Lehmann-Darstellung? Die war, dass wir einen Propagator betrachten können, einen vollen Propagator für zwei äußere Linien, G Schlange 2 von P. Das war definiert als die Summe von allen Feynman-Diagrammen mit zwei äußeren Linien und mit dem durchlaufenden Impuls P. Und für diese Green-Funktion sagt uns die Kellen-Lehmann-Darstellung, dass wir die schreiben können als ein Integral über S von 0 bis unendlich mit einer Gewichtsfunktion Rho von S mal dem freien Propagator I geteilt durch P Quadrat minus S plus I Epsilon. Das heißt, wir integrieren über lauter freie Propagatoren mit der Masse S und mit einer Gewichtsfunktion Rho. Und die Gewichtsfunktion war reell und positiv. Die war nicht analytisch, sondern einfach eine reelle und positive Funktion. Und das hier ist eine analytische Funktion von P-Quadrat mit gewissen Polstellen. So, das heißt, wir wissen, und das Wesentliche bei der Herleitung der Kellen-Lehmann-Darstellung war Kausalität. Denn zunächst mal hatten wir zwei verschiedene Gewichtsfunktionen für die zwei verschiedenen Zeitordnungen in dieser Greenschen Funktion. x0 größer y0 oder y0 größer als x0. Und die Kausalität hat dann verlangt, dass bei raumartig getrennten Punkten die Zeitordnung keine Rolle spielt und daraus folgt, dass die zwei Gewichtsfunktionen gleich sein mussten. Und deswegen können wir das in dieser Form schreiben, mit dieser bestimmten analytischen Funktion, über die integriert wird. Das war der entscheidende Punkt. Also das hier ist eine positive Gewichtsfunktion und das hier bestimmt das analytische Verhalten. So, es folgte aus der Kellen-Lehmann-Darstellung, dass die Greensche Funktion hier folgende analytische Struktur hat, wenn wir sie in der komplexen Ebene von P-Quadrat betrachten. In der komplexen P-Quadrat-Ebene hat das jetzt Folgendes. Es gibt Polstellen auf der reellen Achse minus I Epsilon. Das sind einteiligen Pole. Und dann gibt es einen Verzweigungsschnitt, der irgendwo anfängt bei dem mehrteiligen Zustand mit der niedrigstmöglichen Masse. Und der Verzweigungsschnitt ist entlang der reellen Achse minus I Epsilon.
Und überall sonst ist die Green'sche Funktion analytisch als Funktion von p². Das sagt uns die Kellen-Lehmann-Darstellung. Das heißt, das wissen wir. Und wenn so eine Green'sche Funktion analytisch ist, also holomorph, dann gibt es natürlich eine Relation zwischen Realteil und Imaginärteil. Die sind nicht unabhängig voneinander. Und das heißt, wenn wir jetzt den Imaginärteil kennen aus Unitarität, dann liefert uns Kausalität eine Information über den Realteil. Und die können wir ausnutzen. Das heißt, die Idee ist, dass die Analytizität eine Verknüpfung zwischen Realteil und Imaginärteil liefert. Das ist, warum das für uns wichtig ist. Okay, jetzt gibt es eine Nebenbemerkung, nämlich diese Funktion hier, die da immer auftritt, 1 durch x plus i Epsilon, wenn Sie so eine Funktion haben, was ist davon der Real- und Imaginärteil? Das kann man umformen, wenn Sie es jetzt auf den Hauptnenner bringen, dann können Sie schreiben x minus i Epsilon geteilt durch x Quadrat plus Epsilon zum Quadrat, also angenommen x ist reell. Und dann haben wir eben einmal x geteilt durch x Quadrat plus Epsilon Quadrat und einmal minus i mal Epsilon durch x Quadrat plus Epsilon Quadrat, logischerweise. Und wenn wir jetzt aber Epsilon gegen 0 gehen lassen, Epsilon soll ja per Definition infinitesimal, aber positiv sein, was passiert dann hiermit im Sinne von Distribution? Wenn Sie hier drüber integrieren, dann liefert das im Wesentlichen 1 durch x, aber 1 durch x hat ja einen Pol. Und da gibt es dann diese Hauptwertvorschrift, Principal Value Vorschrift. Und das geht dann gegen diese Hauptwertvorschrift, wo Sie symmetrisch von rechts und links neben der Polstelle integrieren müssen. Das ist das, was hier rauskommt. Das hier ist so eine Breit-Wigner-Kurve. Das heißt, wenn Sie das plotten, dann gibt das so einen Peak. Und die Höhe des Peaks bei x gleich 0, die Höhe des Peaks ist 1 durch Epsilon und die Breite des Peaks ist Epsilon. Wenn Epsilon gegen 0 geht, geht die Breite des Peaks gegen 0 und die Höhe gegen unendlich. Und wenn Sie es mathematisch genau analysieren, haben Sie wahrscheinlich mal gemacht, liefert das eine Delta-Funktion. Das heißt, das konvergiert oder ist eine Delta-Folge, konvergiert gegen eine Delta-Funktion und zwar, wenn Sie das Volumen dieses Peaks anschauen, ist das Pi. Das heißt, es geht gegen I mal einer, Pi mal einer Delta-Funktion. Also das geht gegen minus I mal Pi mal Delta von x. Okay. Das heißt, der Imaginärteil von diesem Bruch da ist minus Pi mal einer Delta-Funktion und der Realteil wäre einfach die Hauptwertvorschrift. Und das können wir nutzen hier, um Real- und Imaginärteil zu extrahieren. Für unsere Rechnung nehmen wir jetzt an, On-Shell-Renormierung. Diese physikalischen Eigenschaften der On-Shell-Renormierung sind für uns jetzt nützlich. Das heißt, wir fordern, dass die renormierte Selbstenergie bei m² und auch die Ableitung der renormierten Selbstenergie bei m² gleich 0 ist. Dann wird die Rechnung etwas einfacher. Und dann können wir jetzt mal die Kausalität ausnutzen. Außerdem nutzen wir, dass wir bereits gesehen haben aus unserer konkreten Rechnung von diesem Imaginärteil, der Imaginärteil dieser renormierten Selbstenergie, Sigma von p², der ist gleich 0 für p² ungefähr gleich klein m².
nämlich der Imaginärteil, der würde ja erst 0 bei 4m². Das heißt, in der Umgebung von klein m² ist der 0. So, und dann können wir jetzt Folgendes aufschreiben. Einmal Imaginärteil von 1 durch i mal dieser Greenschen Funktion g2 von p ist gleich. Diesen Imaginärteil schreiben wir mal auf. Der ist einerseits Imaginärteil von 1 geteilt durch p² minus m² plus die renommierte Selbstenergie Sigma Hut von p², die steht jetzt im Nenner. Das ist die störungstheoretische Darstellung dieser vollen Green-Funktion, wo wir die Selbstenergie aufsummiert haben. Okay. Wenn wir hiervon den Imaginärteil jetzt ausrechnen, dann bringen wir das wieder auf den Hauptnenner und haben dann im Zähler hier plus i Epsilon, haben im Zähler einmal minus Epsilon und einmal dieses Sigma. Das hat Real- und Imaginärteil, dann kriegen wir, dass der Imaginärteil davon einmal kommt von diesem Epsilon-Anteil. Da wenden wir diese Formel an, das gibt dann minus Pi mal einer Delta-Funktion. Die Delta-Funktion enthält jetzt P² minus M² plus dieses Sigma-Hut von P². Das ist der eine Anteil. Und der andere Anteil kommt dann vom Imaginärteil von Sigma im Zähler. Das gibt minus Imaginärteil von Sigma Hut von P². Dann auf den Hauptnenner gebracht, gibt es dann P² minus M² plus Realteil von Sigma insgesamt zum Quadrat plus Imaginärteil von Sigma Hut insgesamt zum Quadrat. Das ist insgesamt unser Imaginärteil. Das heißt, er hat zwei Anteile. Einen Anteil von der Polstelle hier bei p² gleich m². Das liefert diesen Imaginärteil mit der Delta-Funktion. Und dann einen zweiten Anteil, wenn die Selbstenergie einen Imaginärteil hat, dann hat eben der ganze Propagator ebenfalls einen Imaginärteil. Das ist die eine Darstellung des Imaginärteils. Jetzt kriegen wir eine zweite Darstellung aus der Kellen-Lehmann-Darstellung. Das heißt, das Ganze hier ist gleich dem, wenn wir den Imaginärteil der Kellen-Lehmann-Darstellung bilden. Wenn wir den Imaginärteil hier bilden, 1 durch i mal dem, dann fällt das i weg, dann kriegen wir eben den Imaginärteil von diesem Propagator hier. Und das ist dann gleich Integral ds mal der Gewichtsfunktion Rho von s mal dem Imaginärteil von 1 durch dem hier. Und dieser Imaginärteil ist nach der Formel gegeben durch minus Pi mal einer Delta-Funktion von p² minus s. Und wenn wir jetzt über s integrieren, dann schlägt einfach die Delta-Funktion zu und wir bekommen minus Pi mal Rho von p². Das heißt, wir haben zwei Darstellungen für den Imaginärteil gefunden. Die eine Darstellung sagt uns, der Imaginärteil ist direkt durch die Gewichtsfunktion aus der Kellen-Lehmann-Darstellung gegeben. Die andere Darstellung über die Selbstenergie sagt uns, der Imaginärteil hat zwei Anteile. Einmal eine Delta-Funktion bei der Masse m² und einmal einen Anteil von der Selbstenergie. Aber insgesamt haben wir jetzt einfach die Gewichtsfunktion ausgerechnet, magischerweise. Wir haben jetzt einfach Rho von p² gefunden. Die Gewichtsfunktion ist das hier, störungstheoretisch. Das heißt, Sie können jetzt, wenn Sie die Selbstenergie-Loops ausgerechnet haben, wissen Sie, was diese Gewichtsfunktion sein muss. Die Gewichtsfunktion hängt nur ab vom Imaginärteil der Selbstenergie. Also wenn man einen Loop rechnet, dann hat man jetzt hier im Zähler eine Einloop-Größe, dann können wir diese Einloop-Korrektur im Nenner vernachlässigen, weil die würde dann einen Zwei-Loop-Effekt machen. So, das heißt, die Gewichtsfunktion ist nur durch den Imaginärteil bestimmt. Aber jetzt ist ja durch die Kellen-Lehmann-Darstellung wiederum auch der Realteil durch dieselbe Gewichtsfunktion bestimmt. Das heißt, wenn wir die Gewichtsfunktion durch den Imaginärteil ausdrücken und dann in diese Darstellung einsetzen,
dann kriegen wir den Realteil der Selbstenergie ausgedrückt als Integral über den Imaginärteil. Und das ist diese Relation, die aus der Analytizität folgt. Realteil und Imaginärteil sind miteinander verknüpft. Realteil ist ein Integral über den Imaginärteil. Schreiben wir es auf. Rho von p². Quadrat. Die Funktion hat diese analytische Eigenschaft, das heißt, die ist überall holomorph, außer an diesen Punkten hier. Hier gibt es zwei Polstellen und hier gibt es einen Verzweigungsschnitt und überall sonst ist die Funktion holomorph. Aber diese Relation haben wir jetzt nicht aus einem Cauchy-Integralsatz hergeleitet, sondern aus dieser Kelly-Nehmann-Darstellung. Allerdings gibt es auch Varianten, wie man ähnliche Relationen über Cauchy-Integralsätze herleitet. Ja. Also es ist Holomorphie. Davon reden wir. Genau. Absolut. Gut. Okay, also dieses Rho von p² ist bestimmt aus dem Imaginärteil von Sigma. Und damit können wir das einsetzen in die Kellin-Lehmann-Darstellung, um den Realteil von Sigma zu erhalten. Und bevor wir das machen, wische ich die Tafel. Okay, vielleicht mal farbig. Wenn wir in erster Ordnung Störungstheorie rechnen, dann können wir hier erstmal einiges vereinfachen. Diese Selbstenergie hier, die ändert die Delta-Funktion nicht. Wir haben jetzt hier wieder ein kompliziertes Argument der Delta-Funktion, nämlich eine Funktion von p². Und eigentlich wäre das sowas wie f von p² und wir müssten dann die Nullstelle finden von diesem f und die Ableitung von dem f. Aber durch die On-Shell-Renormierung ist es ja so, dass dieses Sigma die Nullstelle nicht ändert. Das heißt, die Nullstelle ist bei p² gleich m² und die Ableitung an der Polstelle ist gleich 1, weil die Selbstenergie so definiert ist. Das heißt, das hier können wir vergessen. Das hier ist dasselbe wie die Delta-Funktion lediglich von p² minus m² aufgrund der On-Shell-Bedingung. Aufgrund der On-Shell-Bedingung können wir diese Delta-Funktion einfach zu Delta von p² minus m² ersetzen. Dann arbeiten wir in Einschleifenordnung, das heißt, Terme von Zweischleifenordnung vernachlässigen wir. Hier haben wir explizit bereits einen Term von Einloop-Ordnung. Das heißt, wenn wir hier im Nenner haben einen Term Tree-Level plus Einloop, dann liefert dieser Einloop-Term eine Zweiloop-Korrektur auf das Gesamtergebnis. Das heißt, das können wir hier vernachlässigen und das können wir ebenfalls vernachlässigen. Sodass wir hier einfach haben Imaginärteil im Zähler und im Nenner nur p² minus m² zum Quadrat. Alles andere trägt nicht bei. Das ist dann die Einschleifenversion dieser Gleichung. Und dann können wir das gleichsetzen. Dieses Rho mal minus Pi ist gleich minus Pi mal dieser Delta-Funktion mit dem einfachen Argument minus Imaginärteil Sigma geteilt durch diesen Nenner. Das heißt, unser Rho ist relativ einfach. Und das können wir dann einsetzen
in die Kelly-Nehmann-Darstellung. Und zwar für den Realteil. Der Realteil von 1 durch i mal diesem G-Schlange von 2 von p ist gleich nach der expliziten Rechnung zunächst mal und danach nach der Kellin-Lehmann-Darstellung, also die explizite Rechnung, wäre Realteil von 1 durch p² minus m² plus Sigma. Dieser Realteil liefert dann wieder als Hauptwertvorschrift 1 durch p² minus m². Und plus Realteil von der renormierten Selbstenergie von p² geteilt durch p² minus m² insgesamt zum Quadrat. Und da habe ich die gleichen Terme vernachlässigt, die ich hier in Orange vernachlässigt habe. Das ist die explizite Darstellung. Und die Kellin-Lehmann-Darstellung ist dann Realteil von der Kellin-Lehmann-Darstellung, liefert dann nicht die Delta-Funktion, sondern die Hauptwertvorschrift, Integral über S, Gewichtsfunktion Rho von S, von Hauptwert von 1 durch p² minus S. Und hier können wir jetzt das Rho einsetzen, was wir gefunden haben, was über den Imaginärteil ausgedrückt ist. Und dann können wir die beiden Zeilen vergleichen und auflösen nach dem Realteil der Selbstenergie. Wenn wir das Rho jetzt hier einsetzen, Rho enthält einmal die Delta-Funktion von p² minus m². Wenn wir den Term hier einsetzen und über s integrieren, kriegen wir genau Hauptwert von 1 durch p² minus m². Das ist gleich diesem Term. Das kommt von hier. Also der Term ist schon mal gleich. Dann kriegen wir einen zweiten Term, nämlich von dem Rho, von diesem Ausdruck, Imaginärteil durch p² minus m², mal diesem Hauptwert, darüber wird integriert und das muss dann offensichtlich gleich sein, diesem zweiten Ausdruck. Das heißt, wenn wir das gleichsetzen, kriegen wir in erster Ordnung Störungstheorie die folgende Gleichung. Realteil der renormierten Selbstenergie als Funktion von p² geteilt durch p² minus m² zum Quadrat, das ist das hier, ist gleich das Integral über den zweiten Teil der Gewichtsfunktion, ist gleich Integral über s vom zweiten Teil der Gewichtsfunktion, das ist Imaginärteil von Sigma von p², geteilt durch p² minus m², von s, das ist jetzt das Argument s geworden, und hier zum Quadrat, mal dem Hauptwert von 1 durch p² minus s. Und hier muss ich nur schauen, ich glaube, ich habe einen Faktor pi vergessen. Genau, 1 durch pi. Das ist aber die Gleichung. Das ist die gewünschte Gleichung, die sich nach diesen wenigen, aber komplizierten Schritten ergeben hat. Das heißt, wir haben die Kellin-Lehmann-Darstellung einmal benutzt für den Imaginärteil und dann nochmal benutzt für den Realteil. Und jetzt haben wir letztlich den Realteil bei dem Punkt p² bestimmt als Integral über den Imaginärteil bei s, multipliziert mit dieser Funktion von 1 durch p² minus s. Und dieses Integral ist berechenbar. Und wir wollen jetzt das nicht alles ausxen. Man könnte jetzt alle Integrale ausführen und probieren, ob die rechte Seite gleich der linken Seite ist. Und das ist der Fall. Ich habe es zum Beispiel mit Mathematica gemacht. Kann ich Ihnen nur erzählen, dass es funktioniert. Das heißt, Sie können hier wirklich diesen Imaginärteil mit dieser Wurzel 1 minus 4m² durch p² einsetzen. Durch das Dividieren und damit Multiplizieren und das Integrieren von 0 bis unendlich. Da kommt was raus, was eine komplizierte Funktion von Arcus Tangens, Arcus Sinus und so weiter ist. Und hier auf der linken Seite können wir den Realteil der B0-Funktion allgemein ausrechnen, on-shell renormiert, und dann ist in der Tat rechte Seite gleich linke Seite. Das heißt, um das Ganze abzuschließen, schreiben wir analog zu vorhin nur nochmal die Bedeutung auf, dann ist das Thema nämlich rundum beendet.
Das erste ist, dass wir jetzt in der Tat verifizieren können, ob dimensionale Regularisierung mit Kausalität kompatibel ist. Ob also dimensionale Regularisierung den korrekten Realteil vorhersagt, der mit dem Imaginärteil kompatibel ist. Und das ist der Fall. Den korrekten Realteil liefert, der diese Gleichung erfüllt. Das heißt, der Realteil ist natürlich nur noch viel kompliziertere Funktion als der Imaginärteil, aber der wird eben von der dimensionalen Regularisierung genau korrekt vorhergesagt. Das heißt, diese dimensionale Regularisierung ist kompatibel mit Kausalität. Und das stimmt nicht nur im Beispiel, sondern das stimmt allgemein. Wunderbar. Und die zweite Bedeutung ist, dass wir natürlich von vorhin weitermachen können. Vorhin hatte ich ja schon gesagt, wir können zum Beispiel aus dem Experiment sogar den Imaginärteil bekommen, indem wir eine Zerfallsgröße messen. Dann wissen wir über das optische Theorem den Imaginärteil von Loops. Und jetzt wissen wir sogar den Realteil dieser Loops. Das heißt, wir können wirklich aus dem Experiment den Realteil rekonstruieren. Kann den Realteil aus Imaginärteil und damit zusammen mit dem optischen Theorem aus dem Experiment dieses M mal Gamma bestimmen. Und das macht man tatsächlich eben für die Photon-Selbstenergie auch. Das heißt, Sie können letzten Endes nicht nur den Imaginärteil, sondern die gesamte Photon-Selbstenergie, zum Beispiel von Loops mit Hadronen, beliebigen Hadronen, bestimmen, Real- und Imaginärteil, aus dem Experiment, wenn Sie nämlich Photon im Anfangszustand haben mit einer beliebigen Energie und die Wechselwirkung oder die Wahrscheinlichkeit studieren, dass dieses Photon in Hadronen zerfällt. Das ist eine Messgröße. Die Messgröße wird sehr präzise bestimmt in dedizierten Niederenergie-Experimenten. Und dann lernt man was über diese Photon-Selbstenergie. Und dann kann man diese Photon-Selbstenergie auf viele Stellen hinter dem Komma genau bestimmen, was mit einer Looprechnung nicht möglich wäre, weil Hadronen eben der Störungstheorie nicht zugänglich sind. Das ist also eine wichtige Methode. Und überhaupt kann man sagen, dass in der modernen Quantenfeldtheorie immer mehr die Rolle von Unitarität und Kausalität zunimmt. Es gibt also immer mehr konkrete Anwendungen von solchen Überlegungen, wo man die Standard-Loop-Rechnungen, die wir bisher auch gemacht haben, ersetzt durch solche Vorgehensweisen. Das ist nicht immer vorteilhaft, aber es gibt mehr und mehr Anwendungen, wo solche Methoden eben nützlich sind als Ergänzung von den Standardmethoden. Schön, damit ist dieses Thema beendet und wir werden in der nächsten Woche anfangen mit was Neuem und zwar mit dem Thema Renormierungsgruppe. Können Sie sich schon mal geistig darauf einstellen. Bis dann.